Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind ziemlich am Arsch, meine Freunde. Ich habe mich hier letztes Mal ziemlich snacken lassen. Und das Ding ist, ich habe jetzt gerade ein paar Heiltränke hergestellt. Aber, beziehungsweise ich wollte Heiltränke herstellen, habe aber nur den einen hergestellt. Und das Problem daran war, dass ich zwar jetzt einen dicken Heiltrank habe, okay, zwei Schuss haben gereicht. Ich habe einen dicken Heiltrank hergestellt, der mich zwar komplett voll macht, aber nur einen. Und jetzt habe ich keine Rohstoffe mehr gehabt. Und das war so das Problem. Hier, zwischen deine Augen. Oh, nee, ich will nicht weglaufen. What? Hier drüben ist das. Wie viele Pfeile braucht er denn? Stirb! Lass es sein. So, Kopfschuss. Oh, wow. Warm in deinen Kopf. So. Also da war so viel. Wow. Kein Lack. Oh, wow. Okay. Die Urmutter wird dir jetzt nicht helfen. Okay. Den habe ich jetzt nicht getroffen. Kunstleder, ich brauche mal ein paar Heilklamotten. Wüstenglas. Solange die mich nicht treffen, ey, wat, wie Hua. Okay, hier war aber doch keiner mehr. Zack. Willst du weglaufen? Nein, sieht das so aus. Zack, keine Muni. Okay, aber wir haben es jetzt. Glaube ich. Oh, mich hat's gejuckt. Okay, wir haben's, glaube ich. Ja, wir haben's. So, jetzt looten wir erstmal hier alles. Weil hier waren ja doch schon. Oh, da war sogar eine Kiste mit am Start. Die machen wir gleich auf. Metallscherben haben die dabei gehabt. Ich brauche auf jeden Fall wieder Heilung, ey. Okay, hier haben wir 19%. Haben wir hier jetzt noch was? Da vorne liegt noch was. Vorratskiste, 12 Metallscherben, denn ich finde, wir sollten uns vielleicht langsam mal Gedanken machen über eine vernünftige Rüstung oder eine stärkere Rüstung. Stärkere. Habe ich gerade stärkerer gesagt? Alter, mein Deutsch ist heute richtig scheiße. Ich bin heute richtig am Arsch. So, da vorne lag zwar noch Loot. Wir gucken jetzt aber erstmal eben kurz Inventar. Schatzkisten hier. Rohstoffkisten. Breitkopflinse. Schnellreisepaket. Da war noch ein bisschen Holz. So, also da unten ist jetzt die nächste Aufgabe. Da liegt noch Loot. So, okay, jetzt gehen wir mal hier runter. So, was haben wir denn hier alles? Haben wir hier was? Nein. Machen wir mal den Fokus an. Was ist das? Eine Vorratskiste? Eine Vorratskiste? Lohbehälter? Da ist noch eine Vorratskiste. Aber irgendwas Interessantes haben wir nicht hier. Halt bis auf Vorratskisten. Eine grüne, da ist eine Linse drin. Sehr schön. Sehr schön. Eine Sprengfalle. Yay. Holy shit. Aber an dem Vieh kann man nichts machen. Da unten ist auch soweit nichts mehr. Da ist noch so ein Vieh.
Also die buddeln die Viecher irgendwie aus dem Boden heraus. Okay. Und jetzt gucken wir mal nochmal hier auf der anderen Seite, ob hier noch was ist. Das ist ja schon fast wie bei Krieg der Welten. Da sind die Viecher ja auch aus dem Boden gekommen. Es ist nicht vorbei. Es waren viel mehr beim Hinterhalt, viele mehr. Wenn es sein muss, jage ich diese verfluchten Dreckskerle bis nach Speerweiten. Oh ja. Du bist verletzt. Du verlierst Blut. Meine Gesundheit geht dich nichts an. Niemand zweifelt an deinem Können. Aber du brauchst Ruhe. Sie hat recht, Kriegsherrin. Gib deinen Wunden Zeit zum Heilen. Hallo, wie kommt er auf einmal so schnell hier hin? Was machst du denn hier? Du solltest dieses Tor mit deinem Leben verteidigen. Das habe ich auch. Bis dein Bote kam, um von seinem Treffen mit Aloy zu berichten und von deinem Standort. Das Tor ist bestens bewacht. Mein Platz ist hier, bei dir, für die Vergeltung. Das ist man mir schuldig. Ich könnte mich hier mal umsehen. Vielleicht finde ich heraus, wo die anderen Mörder sind. Tu, was du willst. Wie alle anderen. Mutter. Die ist so zickig, die alte Hexe. Untersuche die Ausgrabungsstätte. Haben wir eine Spur? Folge der Lohe-Spur. Wo geht die hin? Hier rum. Da ist was? Was ist das? Lieutenant, Sie haben die angeforderte Lohe für die weitere Ausgrabung erhalten. Hier im Metallring habe ich als Vorsichtsmaßnahme den gesamten Vorrat in einem Unterstand gelagert. Sicher vor Funken und Blitzschlag. Und ich habe Posten vor den Eingang gestellt. Ich empfehle dringend, Ähnliches zu veranlassen. Oder die Konsequenzen zu tragen. Nachschubmeister Tiran, Ende. Ein Lohe-Vorrat in ihrer Basis. Wenn man den sabotiert, gewinnen wir. Aber ich frage mich, wieso haben die diese Fokussensoren? Warum? Ich hab etwas. Die übrigen Mörder haben ihr Lager in einem Metallring. Weißt du, was das ist? Verdammt. Der Metallring ist innerhalb von Teufelsleid. Der Ort ist verboten. Ich werde zu den Erzmüttern gehen. Eine Ausnahme erbitten. Wir haben keine Zeit dafür. Es gilt Blut um Blut. Ist das Land verflucht, dann soll es unsere Vergeltung heiligen. Blasphemie! Bitte, Kriegsherrin, brich das Tabu. Teufelsleid ist ein verfluchter Ort. Vielleicht wird Aloys Suchersegen uns beschützen. Ich sende Späher voraus. Wir werden uns am Felsen über dem Roten Echo treffen und unseren Angriff dort beginnen. Klingt nach einem Plan. Bis später. Woher wusstet ihr jetzt auf einmal doch, dass ich ein Sucher bin? Ich hab's dir nicht gesagt. Okay, 1700 EP haben wir bekommen. Quest Rache der Nara. Stufe 12. Kann das sein, dass ich ein wenig unterlevelt bin? Ne, ich bin doch Stufe 12. Okay, ich habe noch 2 Punkte frei. Ich könnte jetzt, Schlag von oben, ne, Seilballons auch nicht unauffällig. Unauffällig wäre vielleicht ganz gut, weil irgendwie hat mich der letzte Jahr extrem gut gefunden oder sofort. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Wäre gut. Wäre gut. Verlängern, das macht eher noch keinen Sinn. Schwer belastbar auch nicht. Also das würde ich eher nicht skillen hier, diese Unauffälligkeit, ja. Dann nehmen wir das mal. Okay. So, jetzt wollte ich auf die Karte gaffen. Was ist das? Brüllrückenareal. Okay. What the fuck? Wir müssen dahin. Okay. Ne, dann suchen wir uns jetzt erstmal hier die Brüllrücken. Gucken wir uns mal an. Wegpunkt setzen. Und dann gucken wir uns, gehen wir da mal zu dem Lagerfeuer. Was ist das? Achso, Panorama. Punkt. Da haben wir neue Questen. Okay, wir gehen erstmal. Oder warte mal, wir gehen dahin und dann dahin. So. Genau das machen wir.
So machen wir das. Also erst zum Lagerfeuer und dann gucken wir uns den Brüllrücken an. Nein, nicht sterben. Und zwischendurch alles an Heilung einsammeln, was geht. Weil ich habe echt keine Heilung mehr. Das ist alles Holz. Ich will kein Holz mehr. Von dem Holz kann ich dich tot werfen. Ich will Heilung. Hier, Heilung. Da war ein Fuchs. Wo ist er? Ja, einen Fuchs brauchen wir nämlich auch noch. Oder diese Tiere, die brauchen wir momentan wirklich viel. Okay, ich habe den normalen Bogen. Man kann aber ein bisschen nie Heilung. Gut vorbereitet sein. Das ist Holz. Da vorne ist noch vielleicht Heilung. Da ist ein Kaninchen. Wo ist es? Scheiße. Wow, Junge. Komm klar, Pony. Hier, da. Oh, ich glaube, das ist auch nochmal Heilung. Jawohl. Aber 9% nur. Da ist, glaube ich, auch Heilung. So, jetzt gucken wir mal nochmal hier durch unseren Sensor. Sind hier irgendwo Tiere? Was ist das denn? Was zum Geier ist das? Was ist das? Könnten das die Brüllrücken sein? Das brauche ich vielleicht noch. Läuferlager. Das Holz. Holz will ich nicht. Heilung. Da ist ein Waschbär. Hab ich ihn? Nee. So, jetzt aber. Da ist das Lagerfeuer. Aktivieren. Heilung. Okay. Das ist auch nochmal Heilung. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Muss das auch Heilung sein? Ne, das ist wieder dieses Verdammnis. Okay, das sind die Dings, glaube ich. Feuerbrüllrücken. Schwäche Scharfschütze, oder was? Was ist das? Läufer? Haben wir hier noch irgendwo was in dem Gebiet? Irgendwas Lilanes? Was ist das? Zu weit weg. Da ist ein Wildschwein. Da ist auch nochmal ein Wildschwein. Okay. Ich will erstmal kurz das Wildschwein da vorne haben. What? Und den Fuchs will ich auch haben. So, nice. Erstmal ein Schnitzel gejagt. Sehr schön. So, damit können wir uns dann nämlich gleich neues Stuff bauen. Vor allem Heiltränke. Darauf bin ich. Oder habe ich das abgesehen? Und jetzt wollen wir uns mal so einen Brüllrücken da. Also, herstellen. Mal so einen Brüllrücken haben. Mal kaputt machen. So zu nah möchte ich jetzt auch eigentlich nicht dran gehen. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was. Ich mache dem null Schaden. Wie weit schießen die Viecher? Ah, die Batterie ist fast leer. Oh. Aua. What the fuck machen die Damage? Du Mistvieh. Ich habe gerade Heilung gefunden. Dann probieren wir mal mit Feuer. Kann doch nicht sein, dass ich keinen Damage mache, oder? Achso, Feuer ist aber dumm.
probieren wir mal mit unserem Bogen. Wow, wow, wow. Entspann dich. What? Scheiße, was? Alter, was hat das Vieh mit uns gemacht? Holy shit. Okay. Oh, nee. War nicht gut. So, pass auf, jetzt machen wir doch mal ein bisschen taktischer hier. No. Ah, warte mal, kann ich den jetzt auch still und leise? Aua. Jawoll. Okay, ich mach schon mal. Wow, 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 wow. Heilung. Weg hier. Nee, ich hänge hier an dem blöden Baum fest. Okay, ich kann den nochmal kritisch treffen. Okay, das war's. Also der Stolperdraht ist gar nicht mal so bad. Wow, wow, wow. Ey, die Viecher kommen von hinten. Ich bin zu nah dran. Ich bin in der Falle. Wow. Warum müssen da sofort so viele werden? Ich wollte doch nur einen haben. Entspann dich. Warum habe ich geschossen? Ach Quatsch, wieder falsch Knopf gedrückt. Kann ich die eigentlich damit auch sofort abschießen? Nein. So weit geschossen. Okay. Oh lol. Hab ich selber damit gestuckt. Krieg ich die Viecher überhaupt down? Weiß nicht, die heilen sich, glaube ich, immer, ne? Aua. Wow. Mist, wie hier. Und das. Wegrollen. Warte mal, ich hab da aus dem Feuer Widerstand, ne?
Aua, die anderen Viecher, die schießen auch noch auf mich. Okay, da kommt jetzt noch eins von hinten. Renn nicht weg immer. Ach, was mach ich denn? Bam! Das hat dir schön geschmeckt, wa? Bam, Junge! Na, gefällt dir das? Boah! Für den Maschinenkill 1000 EP, Alter! Holy shit! Oh Mann, ey, das Vieh soll abhauen, ich will den looten. Ich will den nur looten. Okay, nice. Boah! Ein so ein Charge und du bist tot, Alter. Holy shit, aber ey, ich kann sagen, ich hab schon mal so ein Vieh kaputt gehauen. Übel, ey. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss für heute. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Und beim nächsten Mal machen wir dann halt weiter mit der Quest. Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal.